Hi! Warte mal, wie ist meine Begrüßung? Hallo und herzlich willkommen, ich bin Gustav mit F und das ist Nadine mit F. Wir sind gerade in Dresden, wir machen Urlaub, aber ich habe mir gedacht, ich habe Jahre keine FAQ mehr gemacht oder Q&A. Es wird nochmal Zeit. Legen wir los. Ja, passend zum Thema. Es ist schön in Dresden. Ja. Wie groß bist du? 1,80. Guck. Wow. Übrigens, bevor es irgendjemand fragt, nein, das ist nicht meine Freundin, das ist meine beste Freundin. Danke, der Nachfrage. Wieso genau Duisburg? Keine Ahnung, Digga. Wie alt bist du? 32. Man sieht es an den Geheimratsecken. Wenn du ein Tier sein könntest, welches wärest du? Katze. Das war einfach. Ja, das war einfach. Wirst du vielleicht AC Valhalla Let's Playen oder bleibst du komplett bei COD? Beziehungsweise auch kommen noch weitere Real-Life-Stories? Also Frage, wo es Content-wise so hingeht. Also ich habe ja schon seit jetzt über einem Jahr einen ziemlich toll laufenden und für mich halt als Erweiterung sehr toll laufenden Twitch-Kanal. Dort mache ich wesentlich mehr als Call of Duty. Und ich möchte auch nicht, dass das sich ändert. Also ich will nicht nur dieser Call of Duty-Spieler sein, denn ich bin Gamer, allgemein. Und Unterhalter, allgemein. Ja, Gustav Games ist tot und wird auch tot bleiben. RIP. Ich würde gerne wahrscheinlich einen Highlight-Kanal irgendwie in nächster Zeit gründen, der das widerspiegelt, also die facettenreiche Gustav-Version. Deine Meinung zu TikTok? Ja, nee. Ich weiß, dass es guten Content drauf gibt. Ich weiß das. Aber 99% von dem, was ich dazu sehe, ist mir unangenehm. Zwei Arten von Wildkatzen. Die normale Katze. Die heftige Wildkatze. Ich finde das unangenehm, das zuzuschauen, deswegen würde ich das nicht sehen. Nutella mit oder ohne Butter? Kommen wir wirklich zu den grundlegenden Fragen des Lebens. Ohne. Bizepsumfang? Weiß ich nicht. So. Also. Umfang. So. So, ja. Was für eine Rasse ist deine Katze? Ich wundere mich immer, dass Leute das fragen. So, halt europäische Hauskatze. Hast du mal nachgedacht, mit YouTube-Twitch aufzuhören? Nee. Auf Teen Girl machen gar keinen Bock. Meinung, Süße? Du Behindertpisse, Digga. Wenn Lilly verunglückt ist, holst du dir dann eine neue Katze? Ja. Auch gar keine Frage. Ketchup also, oder Mayo? Ich wollte jetzt das Sentimentale rausnehmen. Du musst dich für eins entscheiden. Du darfst deine Pommes ab jetzt nur noch mit Ketchup oder Mayo für den Rest deines Lebens essen. Das wird mir so schwer. Nee, weiß ich nicht. Ich kenne Mayo von mir aus. Ja? Ja. Bist du damit zufrieden oder würdest du dann die ganze Zeit rumjammern, dass du Ketchup willst? Das bin ich. Wie bist du auf den Namen Gustav Gabel gekommen? Zufall. Oh Gott, wie oft ich das schon erzählt habe, ist krass, ne? Also, das war so. Er war damals im Zivildienst und ging die ganze Zeit auf Facebook rum, aber sein Chef auch. Und sein Chef sollte nicht sehen, dass er die ganze Zeit auf Facebook rumhängt, also hat er sich dort umbenannt. Zu Gustav? Weil er dachte, ja, Georg Gustav passt. Und das Gabel kam dann dazu, weil er Alteration hat und bei Facebook nachher auch. Weiterhin Glatze oder bald wieder ein paar Haare wachsen lassen? Für mich gibt es ja nur eine Wahl, zwei Wahl. Also, was? Für mich gibt es ja nur zwei Wahlen. Also, entweder bleibe ich bei Glatze oder ich müsste mir irgendwas in den Haaren machen lassen, weil ich würde mir nicht die Haare wachsen lassen mit diesen Geheimratsecken und dann so, ne, weil ich finde, das sieht nicht ästhetisch aus, ich mag das nicht. Würdest du eine Haartransplantation machen lassen? Einerseits finde ich das okay, so soll jeder machen, wie er will. Wenn das jemand anderes macht, finde ich das überhaupt nicht verwerflich. Bei mir denke ich mir halt so, Hand aufs Herz, ich habe gar nicht so ein Problem damit. Ich gucke mich jetzt in den Spiegel an und ich fühle mich wohl eigentlich. Das heißt, also warum müsste ich das für mich machen? Gleichzeitig auch, ich habe natürlich manchmal meine Momente, wo ich zum Beispiel alte Bilder sehe und denke, oh. Ich mache das Beste aus dem, was mir gerade gegeben wurde. Ja. Ich will nicht älter wirken, ich will nicht jünger wirken, ich möchte einfach mich wohlfühlen in meinem Körper. Welche Situation befürchtest du gerade am meisten in deiner Karriere? Also eine Zeit lang war es auf jeden Fall das Ausgebranntsein, weil ich das auch einfach... Das war eine sehr, sehr reale Gefahr. Ich glaube, realistisch gesehen, wovor ich wirklich Angst habe, ist, dass ich etwas entdecke, was mir Spaß macht, aber Leute nicht gucken wollen. Ah, okay. Jeder hat Ängste. Gleichzeitig heißt das ja nicht, dass man sich von denen einnehmen lassen muss. Wenn ich jetzt zum Beispiel etwas finde, was mir Spaß macht, weniger Leute jetzt sofort gucken, wäre ich überzeugt davon, dass ich langfristig neue Leute finde, die auch das Gleiche denken. Ja. So, oh mein Gott, warte mal, okay, ich habe immer gedacht, dass er nur COD macht und jetzt sehe ich das da und das finde ich cool. Naja. Corona. Interessante Frage, hat Corona dir in einer oder sogar mehreren Hinsichten gut getan? Mental, körperlich, finanziell?
Ich glaube finanziell ja. Das ist sehr einfach zu beantworten. Mehr Leute sind auf Twitch unterwegs und gucken das, was ich mache. Alles andere, nö. Lieblingsgame of all time. Final Fantasy III. Bist du stolz auf dich? Ja. Hast du dir Avatar, nein, der Herr der Elemente, nein, angeschaut? Einfach nein. Also hier steht der letzte, nein, Luftbändiger. Nein, nein. Warum nicht? Weil ich es nicht getan habe. Warum hast du nicht Matrix geguckt? Zu jung. Ja, hättest du mal nachholen sollen. Bitch. Keine Frage, aber ich möchte dir einfach mal Danke sagen für deine Streams und Unterhaltung. Herz. Danke ebenso. Was macht an COD am meisten Spaß? Nüscht. Auf Köpfe klicken. Auf Köpfe klicken. Also. Ja! Ein Spiel. War auch irgendwo zwischendurch die Frage, welche Frage am meisten gestellt wurde. Relativ viele Fragen natürlich wieder, hast du eine Freundin? Mein liebes Leben ist immer noch gewahrt. Vielen Dank. Auch Fragen sehr oft dazu, wo du dich in Zukunft siehst. Keine Ahnung, wo siehst du dich in 5 Jahren, wo siehst du dich in 10 Jahren? On the top of the mountain, Junge. Ich gebe dir noch 2 Fragen. Wie geht's dir im Moment so? Also sehr gut, ehrlich gesagt. Also ich bekomme mein Leben und mein Inneres im Einklang langsam. Au. Hattest du schon immer diese positive Einstellung? Nein. Tschüss, das war's mit dem Video. Nee, das ist harte Arbeit gewesen. Ich wollte einfach nicht anders sein. Ich wollte so sein. Ich hatte mir irgendwann gesagt, logisch denkend, warum will man schlecht gelaunt sein? Warum will man negative Gedanken hegen und pflegen? Und dann habe ich mir gedacht, okay, warte mal, du kannst ja mal versuchen, dich aktiv daran zu beteiligen, deine Gedanken positiv zu denken. Mhm. Und das hat dann, keine Ahnung, Jahre gedauert, aber das war dann, das Ergebnis war halt, dass ich wirklich das übernommen habe, diesen Gedankengang. Was ich auch immer nicht verstehe, ist auch einfach, wie sich Leute selber mit Negativität umgeben. Vor allem auf Social Media, dass sie dann Leuten folgen, nur um sich dann über das, was sie tun, über ihren Content, wie sie aussehen, mit wem sie abhängen, aufzuregen. Oh ja. Das verstehe ich halt einfach nicht. Das ist ja auch die Definition von dem Problem von Hatern. So, ne? Die abonnieren einen Kanal, um die Ersten zu sein, die zum Beispiel zu disliken. So. Ja. Diese Arbeit und der mentale Aufwand, überhaupt da reinzustecken, ist einfach das Gegenteil von dem, was jeder tun sollte von euch. Einfach nicht sich dahingeben, die negativen Sachen zu verfolgen. Wenn du jetzt zum Beispiel in meinem Fall Skibbes Matchmaking, die ganze Quälerei und Jammerei auf Twitter war für mich super anstrengend und auch wenn ich deren Sachen vielleicht ein bisschen unterstützt habe, was die sagen, Alter, haltet eure Fresse, das ist so anstrengend. Es ändert halt auch nichts dran. Ne? Natürlich ändert es gar nicht. Nichts. Und was für eine Wut da rauskam und dann habe ich mir einfach, wie man es glaube ich machen sollte, einfach gesagt, nö, dann schalte ich euch halt alles stumm. Ja. Nee, das ist. Und da war mein Tag besser, wenn ich auf Twitter angeguckt habe. Besser auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wenn man es halt eh nicht ändern kann, dann ist es halt, wie sich über Probleme schon Sorgen zu machen, über eventuelle Probleme Sorgen zu machen, bevor sie überhaupt eingetreten sind, dann durchlebt man das halt irgendwie doppelt und dreifach. Und oder halt oder so, du durchlebst es bevor es tritt nie ein. Ja, und dann hast du trotzdem besser den Stress gehabt. Ja. Richtig unsinnig und das ist halt auch das, was ich ja immer wieder versuche zu vermitteln. Es geht mir bei dem, was ich euch vermitteln möchte, vor allen Dingen darum, dass einzelne Personen lernen, glücklich zu sein. Das ist viel wichtiger als alles andere. Ich möchte nicht die Welt verändern, ich möchte nicht Politik verändern, ich möchte das Leben von Einzelnen verändern. Und das ist so eklatant wichtig dabei, dass man nicht sich hingibt, den negativen Gefühlen, den Hass gegenüber anderen und so weiter. Auch ich habe natürlich solche Gefühle. Nur darauf kommt es nicht an. Auch ich habe negative Ereignisse in meinem Leben. Und manche Leute sterben und es passieren schlimme Sachen und so weiter. Es kommt immer nur darauf an, wie damit umgeht. Und man kann lernen, es besser zu machen. Ihr seid nicht verpflichtet, jetzt besser zu sein. Sondern einfach nur eins am anderen und bessere Gedankengänge und sich selber kontrollieren, falls man mal abdriftet in negative Sachen. Gutes Schlusswort. Geil. Danke fürs Zuschauen. Danke an dich, Donna, aka Anedim mit F.